So, dann setzen wir jetzt fort und beginnen mit unserer dritten Vorlesung. Bitte Sie, Platz zu nehmen. So, der Titel oder das Thema der dritten Vorlesung sind Modelle für Gesundheit und Krankheit. Vom Ablauf der Vorlesung her beschäftigen wir uns mit der Definition von Gesundheit. Dann, wie ich vorhin schon ankündigte, mit den Klassifikationssystemen, Verhaltensmodellen, psychobiologischen Modellen, psychodynamischen Modellen und schließen mit einer Zusammenfassung. Die prüfungsrelevanten Lernziele beziehen sich auf die Gesundheitsdefinition, auf die Klassifikationssysteme des ICD-10 oder, wie wir jetzt wissen, des DSM-5. Ja, bei Ihnen steht möglicherweise noch DSM-4 im Skript, da würde ich Sie bitten, das auf DSM-5 zu verbessern, weil das jetzt eine Neuauflage hat mit vielen wichtigen Veränderungen. Die subjektive Krankheitstheorie wird uns wieder beschäftigen. Das sogenannte Sorgmodell, ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig und nicht sofort für jeden verständlich sein. Das werde ich dann in den nächsten Vorlesungen wiederholen, weil das also das gerne in den Prüfungsfragen gestellt wird. Dann auch das verhaltensmedizinische Ätiologiemodell für Erkrankungen, das Drei-Instanzen-Triebmodell. Und wir haben wieder folgende Fragen. Welche der Variablen aus der Kanfer-Verhaltensformel bezieht sich auf den Verstärkerplan, in Klammern kontinuierlich intermittierend? Ist es A der Stimulus, ist es B der Organismus, ist es C die Reaktion, ist es D die Kontingenz oder ist es E die Konsequenz? Und Sie sehen alleine schon hier, dass es sich also um das Sorgschema handelt. Ja? Das heißt also, dass manchmal die Fragen umschrieben werden oder Synonyme für den Begriff genutzt werden, ja, wie zum Beispiel hier, dass es als Kampfer-Verhaltensformel bezeichnet wird und dahinter steht aber das Sorgschema. Ja, also das sind so Dinge, auf die Sie dann später in der Prüfung achten sollten. Ne? So. Dann eine nächste Frage. Für die Klassifikation von psychischen Erkrankungen sind zwei Systeme im Gebrauch. Die International Classification of Diseases, das ICD, wovon wir in Deutschland das ICD-10 verwenden, und das Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, das DSM, jetzt steht hier 4R, es ist aber jetzt mittlerweile das DSM-5. Durch welche Merkmale ist das DSM gekennzeichnet? A, es beschränkt sich auf Krankheiten, die mit stationärer Behandlung verbunden sind. B, es beschreibt das genaue therapeutische Vorgehen bei psychischen Erkrankungen. C, es handelt sich um eine alphabetische Auflistung aller psychischen Erkrankungen. D, es ist ein Diagnosesystem mit 5 Achsen, also ein multiaxiales System. Und E, es nennt Indikationen für Therapien. Und eine dritte Frage, welcher der Prozesse ist kennzeichnend für Stigmatisierung? A, Benennung einer Erkrankung mit einer speziellen Diagnose, Fixierung auf ein traumatisiertes Erlebnis, C, Tadel oder Rüge nach Normverletzung, Zufügung einer körperlichen oder seelischen Verletzung, Zuschreibung eines diskreditierenden Merkmales. So, diese drei Fragen werden, ach, wir haben sogar noch ein viertes, diese Fragen werden uns durch die Vorlesung begleiten. Den Abwehrmechanismus, der darin besteht, dass auf inakzeptable Impulse hin entgegengesetzte Verhaltensweisen ausgebildet werden, bezeichnet man als A. Konversion, B. Projektion, C. Rationalisierung, D. Reaktionsbildung und E. Verschiebung. So, kommen wir nun zu den Definitionen, mit denen man immer sich am Anfang jeder wissenschaftlichen Tätigkeit beschäftigen muss, um dann den Gegenstand der Fragestellung, mit der wir uns heute beschäftigen, auch mit klinischen Beispielen zu untersetzen. Was bezeichnet man als Krankheit und was bezeichnet man als Gesundheit? Man kann je nachdem, von welcher Perspektive man an den Begriff rangeht, unterschiedliche Definitionen finden. Ja? So wird Krankheit erstmal als Normabweichung bezeichnet. Ja? So sehen wir also hier, dass wir hier die ganz klare Normalverteilung haben.
Und die Krankheit kann also dann bedeuten, dass die Population derartig abweicht, dass also sozusagen die Verteilung der Merkmale oder in dem Falle der Symptome im höheren Bereich liegt. Also das heißt, Krankheit kann eine Normabweichung abbilden. Das bedeutet aber nicht, dass Krankheit etwas Abnormes ist, ja? Sondern schlicht und ergreifend eine Normabweichung. Ja, das heißt, Sie merken schon, mit den Begriffen der Norm sind wir sehr vorsichtig, also insbesondere wenn es um normal geht, ja, weil das also ein klarer, undefinierter Begriff ist und eher diskreditierend sein kann. Ja. So, die Krankheit kann auch, wenn man von der sogenannten statistischen Perspektive herangeht, als Verteilung von Merkmalen in einer Grundgesamtheit gesehen werden. Das heißt also, wie häufig Nackenschmerzen in den letzten 7 Tagen auftraten. Ja? Oder mit einer anderen Fragestellung, wenn Sie sich erinnern an Ihre letzte große Prüfungsperiode, könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht ein Schulter-Arm-Syndrom rechts entwickelt hat. Ja? So, oder vielleicht Nackenschmerzen, wenn man ungünstige Haltung vorm Computer hatte. Ne? Ist das schon eine Krankheit? Ja, also wann beginnt es von der Krankheit zu sprechen oder wann ist es schlicht und ergreifend eine Irritation? Ja? So, oder wenn man jetzt von dem Aspekt, von der Perspektive des Ideals ausgeht, steht hier Sollwerte aufgrund von biomedizinischen, psychischen und sozialen Gesetzmäßigkeiten. Ein Beispiel, die erhöhte Depressionswerte können die berufliche Funktionsfähigkeit einschränken. Das heißt, man nimmt jetzt zum Anlass zu sagen, wenn ich voll beruflich funktionsfähig bin, bin ich meistens nicht depressiv. Ja? Wenn ich jetzt aber depressiv bin, kann das meine Idealvoraussetzung, ja, meine ideale Voraussetzung, im Beruf voll funktionsfähig sein, einschränken. Ja, aber bedeutet die berufliche Funktionseinschränkung zugleich oder das Abweichen vom idealen Zustand zugleich, dass ich krank bin? Ja, oder ist es schlicht und ergreifend eine Irritation? Ja, so, oder wir gehen von der individuellen Perspektive ran. Sollwerte aufgrund der individuellen psychophysischen Konstitution. Ja, also das heißt, wenn Menschen nach einem Verkehrsunfall ein Schädelhirntrauma haben, vielleicht ein leichtes Schädelhirntrauma, aber in der Regel 1,5 bis 2 Jahre mit Konzentrationsstörungen zu kämpfen haben, sind diese Konzentrationsstörungen dann gleich eine Krankheit? Ja, so. Das heißt also, es ist nicht ganz einfach, immer wieder sozusagen sagen zu können, ja, das ist schon eine Krankheit, das ist schlicht und ergreifend eine Abweichung. Welche Norm ziehen wir heran, um sozusagen die Krankheit zu definieren? Gehen wir von der pragmatischen Definition von Gesundheit an, dann wissen Sie ja sicherlich, dass die WHO sagt, es ist das Wohlbefinden in jedem Lebensbereich, ne? Im sozialen, im beruflichen und auch im persönlichen Bereich. Das heißt, die pragmatische Definition von Gesundheit wäre in dem Falle eine Störungsfreiheit, eine Leistungsfähigkeit, eine Rollenerfüllung, auch eine Flexibilität und Anpassung und ein subjektives Wohlbefinden. Wenn ich jetzt aber an solche Beispiele von unseren Patienten denke, die zum Beispiel ihre chronische Erkrankung aktiv bewältigen, ja, und ich denke da an jemanden, der, ich darf den Namen nennen, weil also er leider schon nicht mehr lebt und wir einen Teil seines Lebens miteinander gegangen sind. Sein Name ist Uli Horn und er war damals der Chefredakteur von der Zeitschrift Mobil. Das ist eine große Zeitschrift, die von der Patientengemeinschaft der Rheumaliga finanziert und getragen wird. Und er hatte in eines der schwersten Zustände der rheumatoiden Arthritis und hat bis zu seinem Ableben kontinuierlich gearbeitet. Er war Fotograf, auch Kameramann und sagte zu mir, wenn ich durch die Kamera gucke,
dann sehe ich die Welt mit anderen Augen. Dann habe ich keine Krankheit mehr. Und er hat sich nie im Leben als krank bezeichnet. Ja, oder wenn unsere Patienten, die eine chronische Krankheit hat, sagen, ich habe irgendwie einen Infekt, ich glaube, jetzt werde ich krank. Ja, dann ist das für uns als Gesunde etwas verwunderlich. Aber wenn man sich anguckt, wie schwer das ist, den Begriff der Krankheit zu definieren, dann ist es wiederum verständlich. Ja, weil sie haben sich sozusagen, wenn sie aktiv diese Krankheit verarbeiten können, gelernt, mit den Schwierigkeiten der Krankheit so zu leben, ja, dass sie sich als relativ störungsfrei erleben, dass sie sich auch als leistungsfähig erleben, natürlich immer mit gewissen Einschränkungen, dass sie auch ihre Rolle erfüllen können, sowohl im Beruf als auch in der Familie, dass sie sich sogar als relativ flexibel bezeichnen und sich sogar wohlfühlen. Ja? Also wo ist sozusagen die Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit? Die WHO definiert die Gesundheit als den Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Ja? So, das heißt also, wenn wir die Krankheit und die Gesundheit versuchen zu definieren, sind wir in der Situation, das subjektive Urteil, das heißt die subjektive Einschätzung unserer Patienten zu sehen. Und wenn Sie an die Vorlesung von gestern denken, wo wir gesehen haben, dass ein Leistungssportler, der vielleicht jetzt kurz vorm Wettbewerb steht und einen Infekt bekommt, sich nicht als krank bezeichnet, weil ihm sozusagen seine ganze Aufmerksamkeit auf seinen Wettbewerb gerichtet ist. Aber jemand, der vielleicht nicht oder weniger Symptome hat als der Leistungssportler, aber in einer sehr schwierigen beruflichen Situation sich befindet und sich wirklich krank fühlt, dann wird uns dieser Zweite eher einen Behandlungsauftrag geben, als eben der Leistungssportler, der mit seiner Aufmerksamkeit woanders ist. Ja? So, das heißt also, wir lassen den Patienten entscheiden, ne? So wie wir gestern gesagt haben, braucht er unsere Hilfe? Und in welche Richtung er unsere Hilfe braucht, das macht unsere ärztliche Kunst aus. Ja? Zu herauszufinden, wo sind die einzelnen Aspekte? Ist es rein auf der körperlichen Ebene? Spielen soziale Aspekte eine Rolle? Spielen psychische Aspekte eine Rolle? Ja, ganz besonders deutlich wird das in den Diskussionen um Berentungen. Ja? Und ich kenne etliche Kollegen, die eben halt für also die im Berentungsgutachten schreiben und die sagen, ja bloß wenn ich den Patienten, der nicht mehr in der Lage ist, in diesem Beruf zu arbeiten, weil der Beruf eine körperliche Kraft erfordert, die er aufgrund seiner Schmerzerkrankung nicht mehr ergeben kann, wenn ich den jetzt nicht berente, dann wird er auch kein soziales Wohlbefinden haben und dann ist er krank. Und wenn er krank ist, dann obliegt ihm das Recht, eine Berentung zu bekommen. So, das heißt also, hier ist ein flexibler Umgang, ja, und ein auf den Patienten gerichteter Umgang mit dem Begriff der Gesundheit und der Krankheit notwendig. Das rein Statistische reicht nicht aus, aber das Subjektive zeigt uns viel. Haben wir zwei Klassifikationssysteme, die uns helfen, den Zustand von Krankheit und Gesundheit zu unterscheiden. Zum einen die internationale Klassifikation der Krankheiten, das ist die ICD-10, die Gesundheitsstörungen klassifiziert. Wir haben aber auch die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, ICF, die die Krankheitsfolgen für Person und Umwelt diagnostiziert. Die ICD-10 unterscheidet die unterschiedlichen Bereiche der Medizin und listet die Symptome der jeweiligen Erkrankung auf und auch die unterschiedlichen Niveaustufen der Erkrankung. Es gibt Erkrankungen, die rein Diagnosekriterien unterliegen, wo also klare Kriterien definiert werden konnten, die vorhanden sein müssen, damit man überhaupt die Erkrankung als solche bezeichnen kann. Und es gibt Erkrankungen, und das sind die Mehrzahl, die eher den Klassifikationskriterien unterliegen. Der Unterschied besteht darin, dass ich zum Beispiel wie beim systemischen Lupus erythematodes
7 verschiedene Symptomkomplexe beschreiben kann, aber nur 4 sind nötig, damit ich die Diagnose eines, in Abkürzung SLE, vergeben kann. Ja? So, das macht man, weil man weiß, dass die chronische Erkrankung eine ungeheure Variabilität hat. Ja, zum Beispiel der systemische Lupus erythematodes ist eine Erkrankung, eine entzündlich-rheumatische Erkrankung des Bindegewebes. Das heißt, so wie wir uns gestern schon darüber besprochen hatten, bilden sich hier Autoantikörper, Antigen-Antikörperkomplexe, die sich gegen innere Häute, sogenannte Kollagene, verschiedener innerer Organe richten. Das kann das Herz sein, das kann das Gehirn sein, das kann die Leber sein, die Niere, die Lunge. Und das betrifft vor allen Dingen die jungen Mädchen, die dann plötzlich mit 22 Jahren einen Schlaganfall haben. So, ohne dass das natürlich jetzt auf diese sklerotisierten Prozesse zurückzuführen ist, sondern auf Entzündungsprozesse bedingt durch die Autoantigen-Antikörperprozesse, Komplexe. So, und dann weiß man eben, ich muss, wenn das jedes einzelne Organ irgendwie betreffen kann, habe ich eine ungeheure Vielfalt. Also muss ich in der Klassifikation verschiedene Möglichkeiten zulassen. Also sage ich, es gibt 7 große Strukturen und 4 davon müssten erfüllt sein, damit ich diese Diagnose vergeben kann. Jetzt direkt auf den Lupus bezogen. Ja, ist das verständlich? Ja, das ist das ICD-10. Ne? So. Dann haben wir zum Beispiel, was die Psychologie oder die Psychiatrie anbetrifft, im ICD-10 haben wir 2 verschiedene Achsen. Die Achse 1 betrifft leichtere psychische Störungen, wie zum Beispiel Angst, Depression, Zwang. Ja? Auch die PTSD ist dabei. Die Achse 2 betrifft die Persönlichkeitsstörung, die eben, wie ich in der vorherigen Vorlesung schon darstellte, eher die schwierigeren, die langwierigen und sozusagen auch die chronischen psychischen Erkrankungen darstellt. Wenn wir uns jetzt das DSM-5 anschauen, im Unterschied zum ICD-10, sehen wir, dass DSM-5 besteht aus 5 verschiedenen Achsen. Ja? In der ersten Achse werden die klinischen Störungen und andere klinisch relevante Probleme geschildert. Ja, da sind zum Beispiel die Schizophrenie, die Angststörung, Störung der Impulskontrolle und Essstörung. In der Achse 2 finden sich, ähnlich wie beim ICD-10, die Persönlichkeitsstörung und die geistigen Behinderungen. Und jetzt beginnt der Unterschied zum ICD-10. In der Achse 3, die wir also im ICD-10 nicht haben, werden medizinische Krankheitsfaktoren berichtet. Das heißt, hier werden körperliche Probleme berichtet, die bedeutsam für die psychische Störung sein könnten. Ja? Also zum Beispiel Menschen, die eine Schilddrüsenproblematik haben, leiden auch oft unter Angststörung. Ja? Einfach aufgrund der endokrinen Situation. Die Achse 4 berichtet psychosoziale und umgebungsbedingte Probleme. Zum Beispiel Wohnungsprobleme, berufliche Probleme oder auch Probleme im sozialen Umfeld. Das ist wichtig, wenn Sie daran denken, was wir uns in der vorhergehenden Vorlesung besprochen hatten, dass der soziale Status auch darüber entscheidet, welchen Krankheitsverlauf wir erwarten dürfen. Ja, dass wir eben wissen, dass Patienten, die aus einem niedrigen sozialen Status kommen, ein höheres Risiko haben, einen schwereren Krankheitsverlauf zu entwickeln. Einerseits aufgrund der finanziellen Probleme, die sie haben, und andererseits aufgrund von Unwissenheit und damit einer geringeren Verarbeitungsmöglichkeit. Und die Achse 5 umfasst die globale Beurteilung des Funktionsniveaus anhand einer Skala, die sich Global Assessment of Functioning nennt. Das heißt also, wie funktionsfähig der Mensch sich in seiner Umwelt, in seinem Beruf, in seinem familiären Bereich zeigt. Und das alles gehört dazu, um dann Diagnosen zu stellen. Einstein hat den Unterschied klassifiziert zwischen Medizin und Naturwissenschaften. Und so wie er, wie Sie ihn ja vielleicht auch kennen oder Aussagen von ihm kennen, ist das zum Teil einerseits etwas provokativ, andererseits aber auch sehr interessant. Und hier vergleicht er unsere Denkweise, die wir in der Medizin haben, mit der Denkweise der Physik und sagt, Physical concepts
are free creations of the human mind and are not, however it may seem, uniquely determined by the external world. As we try to understand reality, we are similar like a people who tries to understand the mechanism of a closed watch. He sees the dial and the movement of the hands, hears how the watch ticks, however, he hasn't any possibility to open it. If he is ingenious, he may form some picture of a mechanism which could be responsible for all the things he observes, but he cannot be sure. He will never be able to compare his picture with a real mechanism, and he cannot even imagine the possibility of the meaning of such a comparison. Und das, was er damit sagt, ist, wir können uns nur ein gewisses Abbild dessen bilden, was wir sehen. Aber wir können niemals die Realität zu 100% abbilden. Das heißt, wir brauchen Modelle, um eine gewisse Einschätzung der Realität vornehmen zu können. Ja? Und das wiederum bedeutet, auf diese Modelle von Gesundheit und Krankheit zurückzuführen, die Frage zu beantworten, das ist gesund, das ist krank, ist nur möglich, wenn man verschiedene Perspektiven einnimmt. Ja, unter der Perspektive bedeutet das, wenn ich Nackenschmerzen kriege unter meinem Prüfungsstress, dann bin ich auf dem Weg zur Krankheit. Ja, so unter der Perspektive der großen Normabweichung, wo jemand erst als schmerzkrank bezeichnet wird, wenn er mindestens 3 Monate diese Erkrankung hat, bedeutet das, ich habe gar nichts, ja, obwohl ich es aber fühle. Ja, so, also das heißt, diese Definition von gesund und krank, die Klassifikation bedarf Modelle, um das, was wir erleben, einschätzen zu können. Ja? Und aus diesem Grunde würde ich Ihnen gerne einige Modelle auch vorstellen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, verschiedene Aspekte von Krankheiten unter besonderer Berücksichtigung dieser Modelle beurteilen zu können. Hier haben wir zum Beispiel eine Abbildung des Self-Regulation Models nach Leventhal, also der kognitiven Repräsentation von Krankheiten. Wir nennen das auch die subjektiven Krankheitsmodelle und wir sehen also, dass unsere Patienten, wie Sie es vielleicht auch in Ihren Gesprächen mit den Patienten bei der Erstellung der Anamneseberichte gesehen haben, ihre subjektiven Annahmen haben über die Ursachen, über die Symptome, über den Verlauf, über die Folgen oder auch über die Behandlung. Und so kann zum Beispiel ein Patient hinsichtlich der Ätiologie, also der Ursachen für Wirbelschäden und Nervenschäden, ganz eigene Vorstellungen haben, inwiefern er persönlich dafür verantwortlich ist, dass er bestimmte Wirbelschäden oder Nervenschäden hat. Ja? Also zum Beispiel Frauen im höheren Lebensalter entwickeln nicht selten eine Osteoporose. Ja? Und wir wissen aus rein naturwissenschaftlichen Untersuchungen, dass Frauen, die relativ schlank sind, die blonde Haare haben, die wenig Sport machen, die relativ frühzeitig mit der Menopause beginnen, ein hohes Risiko haben, eine Osteoporose zu entwickeln. Also Osteoporose als zu wenig Kalzium, ja, in den Knochen und so unsere Osteologen vergleicht das dann immer die Wirbelsäule mit dem Eiffelturm, ja, wenn sozusagen die Kalziumspuren nachlassen und dann eben es zu diesem doch sehr schwer auszuhaltenden Krankheitsbild der Wirbelkörpereinbrüche kommt. Ne? Und das sieht man dann daran, dass die älteren Frauen in gebückte Stellung gehen und oftmals auch regelrecht messbar kleiner werden, aufgrund der Wirbelkörpereinbrüche, die sehr schmerzhaft sind. Und nicht selten versuchen dann die Frauen, ihre eigene persönliche Verantwortung sozusagen darin zu sehen, dieses als Ursachen zu erklären und dann eben zu sagen, ich habe eben einfach immer zu viel auf meinen Schultern gehabt. Ja, also so dieses aphoristische Bild, ja, ich habe zu viel zu tragen gehabt und nun hat sich sozusagen die Wirbelsäule gekrümmt und ich bin eben halt dadurch behindert geworden, beeinträchtigt geworden.
Und es macht wenig Sinn, ihnen groß zu erzählen, was sie alles machen oder nicht machen sollten und dass sie da wenig Verantwortung haben. Aber was man eben machen kann, ist, wenn man zum Beispiel weiß, dass so eine Schuld, so eine Eigenschuldzuweisung passiert, dass man dann mit dem Patienten schon reden kann, was sie denn machen kann, um diese Last loszuwerden. Ja? Oder was sie tun kann, um sich wohler zu fühlen. Ja, so, und damit kann man dann über diesen Weg sie motivieren, zur Therapie zu kommen, ja, und an therapeutischen Maßnahmen teilzunehmen. So, oder eigene subjektive Krankheitsmodelle hinsichtlich der Symptome. Ja, wenn sich also ein Patient sehr identifiziert mit der Symptomatik, also zum Beispiel mit den Schmerzen oder der Bewegungseinschränkung, oder auch bei Aufmerksamkeitsstörungen, dass er dann eben immer wieder auf diese Situation hinweist, dass er selber das hervorgerufen hat durch eigenes Zutun und dann diese Krankheitsmodelle ihn behindern, bestimmte therapeutische Maßnahmen zu ergreifen. Oder auch, wenn man sieht, die subjektiven Annahmen bezüglich des Zeitverlaufes, wenn also unterschieden wird zwischen einer akuten Krankheit oder einer chronischen Krankheit und der Patient dann eben berichtet, das ist eine viel zu langsame Besserung, das ist bestimmt schon chronisch und kann sich mit dem Zustand der langsamen Verbesserung, die ja in der Regel auch bedeutet, dass es dann einen länger wirkenden Effekt hat, überhaupt nicht anfreunden. Ja, oder hinsichtlich oder subjektive Krankheitsannahmen hinsichtlich der Folgen, was jetzt die Konsequenzen für die weitere Lebensführung anbetrifft oder Lebensplanung, ja, und der Patient dann chronische Einschränkungen schon vorwegnimmt, bevor die überhaupt eingetreten sind. Zum Beispiel, weil solche Annahmen sind, wie wir uns gestern ja schon angesehen haben, ne, dass eben jemand davon ausgeht, dass er sowieso immer in der Opferposition ist und aus dieser Opferposition heraus dann sicherlich auch wieder chronische Einschränkungen zu erwarten hat. Oder auch subjektive Annahmen bezüglich der Behandlung. Eigene Einflussmöglichkeiten werden entweder überschätzt oder unterschätzt. Ja, und die entscheiden dann darüber, diese subjektiven Annahmen, ob der Patient zum Beispiel eher passive Maßnahmen bevorzugt, eine Ruhestellung, eine Schonung oder eben auch aktiv ist. Ja. So, und wenn Sie sich die Frage stellen, das, was wir uns vorhin besprochen hatten, warum manche Menschen zum Beispiel, wenn sie chronisch krank sind, diese starke Zuwendung von Seiten der Partner erlauben und andere sogar regelrecht fuchsteufelswild werden, wenn man ihnen helfen will dabei, dann weiß man, dass dahinter bestimmte subjektive Annahmen stehen, ja, die bis runter ins Selbstkonzept gehen und letzten Endes eben erlauben, ob dieser krankmachende Einfluss einer übermäßigen Zuwendung durch den Partner möglich ist oder nicht. Ja, also zum Beispiel, wenn, um auf die Patientin zurückzukommen, von der ich vorhin sprach, die 18 Stunden schon im Bett lag, die hatte eine Situation hinter sich, die hat ein Warenhaus geleitet mit über 2000 Beschäftigten und war in eine Situation gekommen, wo sie bestimmten Intrigen und bestimmten ja, wirklich Gemeinheiten und Verurteilungen ausgesetzt war. Und die hat mehr und mehr das Vertrauen in andere verloren und also damit auch das Vertrauen in sich selbst. Und es war für sie wie so eine Art Kompensation des Erlebten, dass jetzt sozusagen der Partner für sie alles tat. Ja, das war ihr nicht bewusst. Ja, das kam nur mal so in so einem Nebensatz, na wenigstens einer tut mal noch was für mich, ja, zum Ausdruck, was für die Gruppe, die, in der sie therapeutisch untergebracht war, also doch eine sehr starke Nachdenklichkeit erzeugte und eben halt Anlass war, um das zu diskutieren. Und dieses Defiziterleben, das sie sozusagen dazu verführte, nicht mehr vertrauen zu können und auch sich selbst nicht mehr vertrauen zu können, gestattete ihr sozusagen diese übermäßige Hilfe des Partners in Anspruch zu nehmen, was dann eben zu diesem wirklich irren Ergebnis führte, dass die Frau, die vorher so extrem beruflich aktiv war, 18 Stunden pro Tag im Bett zubrachte.
Und damit natürlich sich immer mehr auf den Schmerz konzentrierte, das Schmerzgedächtnis immer stärker wurde und damit ihr Leiden auch immer stärker. Und so spielen diese subjektiven Annahmen eine Rolle. Und bevor wir mit der Therapie beginnen, müssen wir uns über diese subjektiven Annahmen verständigen. Und vielleicht gelingt es Ihnen ja sogar, wenn Sie sich an das Gespräch erinnern, auf versteckte Hinweise zu stoßen, die Ihnen vielleicht vorher als nicht bedeutsam erschienen und wo Sie dann hören können, ob da bestimmte Annahmen sind. Ja, ich kann mich zum Beispiel an einen Anamnesebericht erinnern, wo es darum ging, dass jemand einen Diabetes hat und weit davon entfernt war, der Empfehlung des Arztes zu folgen, eine Gewichtsreduktion vorzunehmen. Ja, und oftmals berichtet hat, dass also schon während der Kindheit sie immer wieder angehalten wurde, zu essen und nicht eher vom Tisch aufstehen durfte, ehe sie sozusagen aufgegessen hatte. Ja. So, und das hat dann so ein Widerstandsphänomen hervorgerufen, dass sie genau das Gegenteil in ihrem Erwachsenenalter machte, nämlich während sie in der Kindheit regelrecht das Essen verweigerte, hatte sie dann sozusagen im Erwachsenenalter besonders stark gegessen. Und in dem Moment, wo der Arzt kam und ihr eigentlich helfen wollte, um den Diabetes durch Gewichtsreduktion zu beeinflussen, war sie überhaupt nicht in der Lage, ja, durch sozusagen fremden Einfluss auf eine Gewichtsregulation oder die Änderung des Essverhaltens vorzunehmen. Ist das verständlich? Ja, was ich sagen will? Also das heißt, die subjektiven Annahmen über bestimmte Prozesse können die Krankheit dann beeinflussen. Ja. Und das wiederum, diese Verarbeitung der Krankheit hat dann einen Einfluss auf den Krankheitsverlauf. So, das heißt also, die subjektiven Annahmen bedingen Erwartungshaltung. Und diese Erwartungen wiederum haben Einfluss auf die Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel, welche Aufmerksamkeit jemand auf seine Erkrankung, auf seine Symptome legt. Ja, die haben auch Einfluss auf den Optimismus bezüglich der Behandlung, ja, oder auch auf die Kontrolle und die Selbstwirksamkeit. Ja, wenn jemand wie diese Patientin mit dem Stiffness Person Syndrome, das ich gestern berichtet habe aus der Neurologie, eben halt diese furchtbare Erfahrung von 17 Operationen innerhalb eines Jahres hatte, diese Frau wird so eine geringe Kontrolle erlebt haben und so eine geringe Selbstwirksamkeit, dass sie also diesen Zustand niemals wieder erleben würde, selbst wenn sie weiß, dass sie danach befähigt war, Medizin zu studieren. Ja, aber das war dann nicht so ausschlaggebend, als dass sie sozusagen das nochmal, diesen Zustand nochmal durchleben möchte. Ne? So, oder Attribuierung, sogenannte Kausalattributionen, Kontrollüberzeugung. Und zwar unterscheidet man hier, und das ist ganz wichtig, zwischen internalen und externalen, stabilen und instabilen oder variablen Attribuierungen. Und das bedeutet, wie gehe ich an eine komplizierte Situation heran? Wenn wir jetzt unseren eigenen Alltag nehmen, also zum Beispiel Ihr Studium, ja, dann könnte man sagen, zum Beispiel für die Prüfung, ich bin 100% dafür verantwortlich, wie meine Prüfung läuft, nur ich kann lernen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist falsch. Ja, weil das Leben ist viel zu umfangreich, viel zu bunt, als dass nur der Einfluss einer einzigen Person zählt. Das ist ganz, ganz selten, dass das mal eine Rolle spielt. Wir haben drei verschiedene Einflüsse. Wir haben die eigenen, wir haben die externalen, ja, und wir haben die Zufallseinflüsse. Ja. Wenn beispielsweise der Bus nun mal nicht fährt und sie nicht zur Prüfung kommt, findet die Prüfung nicht statt. Ja. Wenn der Prüfer an dem Tag besonders gute Laune ist, wird er mit Sicherheit auch das Prüfungsresultat anders bewerten, als er bewerten würde, wenn er vielleicht in einer schwierigen psychischen Situation sich befindet. Ja, so, das heißt, diese drei Einflüsse, internal, external und Zufall, sind normal verteilt. Und gerade in Sachen Prüfung können Sie froh sein, wenn Sie eigentlich 30% Einfluss haben. Aber mehr ist nicht. Das hört sich erstmal schockierend an, aber eigentlich ist es auch gut, weil dann sind Sie auch nur zu 30% verantwortlich. Ja? So, das wiederum bedeutet, ich muss gucken, unter welchen Bedingungen bin ich. Ja? Kann ich die Bedingungen so tolerieren, wie sie sind, oder kann ich die Bedingungen beeinflussen? So, und genau in derselben Situation befinden sich unsere Patienten, wenn es darum geht, eine Krankheit
zu verarbeiten oder, wie ich vorhin sagte, zu lernen, ja, mit dieser Krankheit zu leben. So, das heißt, die subjektiven Krankheitsmodelle des Patienten beeinflussen also die Entstehung und auch den Verlauf vieler Erkrankungen. Zum Beispiel den Herzinfarkt, da hatte ich Ihnen ja schon Beispiele gebracht, wenn Sie an meinen ersten Patienten mit seinen 18 Stunden Arbeit denken, ja, und der Annahme, dass das also vollkommen korrekt sei, aber auch chronische Atemwegserkrankungen. Ja, wenn Menschen zum Beispiel merken, dass sie sozusagen die Veranlagung haben, asthmatisch oder mit Bronchitis vermehrt zu reagieren, und sie wissen, dass sie sozusagen mit dieser Erkrankung auch besonders häufig reagieren, wenn sie in Stress kommen, ja, so wie das mit vielen chronischen Erkrankungen ist. Das ist ein ganz enger Zusammenhang zu unserem Stresserleben, der physiologisch begründbar ist und über den wir uns noch näher informieren werden, wenn wir über den chronischen Schmerz dann sprechen werden. Ja? Jetzt ist es noch ein bisschen früh, das machen wir dann im Februar, wenn Sie auch noch ein paar mehr anatomische Kenntnisse haben. Dann weiß man, dass genau in diesen Stresssituationen gerade die Schübe von chronischen Atemwegserkrankungen besonders deutlich sind. Ähnlich ist es bei der rheumatoiden Arthritis, bei den entzündlichen Gelenkerkrankungen. Auch hier können physische Überforderungen oder seelische Stressoren durchaus einen Schub auslösen. Ja? Oder wir wissen beim Lupus, dass es durch bestimmte Lernbedingungen, wie zum Beispiel der klassischen Konditionierung, beeindruckende Konditionierung des Immunsystems gibt. Ja, der erfahrene Arzt zum Beispiel weiß, wenn der Patient kommt und sagt, wir wollen in Urlaub fahren und ich habe Angst, dass ich wieder einen Schub kriege. Ja, weil die Patientin die Erfahrung gemacht hat, ein Jahr zuvor hat sie nach einem Infekt einen Schub entwickelt und hat aufgrund dieses Schubes, der sie für 4 Wochen ins Krankenhaus verbannte, der Familie den Urlaub verdorben. Ja, so ein Jahr später hat sie jetzt folglich Angst, der Familie den Urlaub zu verderben, weil sie vielleicht wieder einen Schub kriegt. Nun könnte man sagen, ach, wird schon nicht, alles nicht so schlimm. Ja, das wäre sozusagen Unerfahrenheit, wenn man sich so verhalten würde. Der erfahrene Arzt weiß, wenn der Patient das sagt, dann ist ein hohes Risiko gegeben, dass das genauso eintritt. Ja, weil diese Erfahrung des Jahres zuvor war eine tiefgehende Erfahrung und hat sogenannte klassische Konditionierungsprozesse hervorgerufen. Und unser Immunsystem ist unwahrscheinlich leicht, klassisch zu konditionieren. Ja, vielleicht hat der eine oder andere das mal selbst bei sich erfahren, dass er immer, wenn die Ferienzeit kam, dann erstmal krank wurde. Ja, so. Also das ist auch so ein klassisches Konditionierungsphänomen. Und so ist es eben auch bei den rheumatischen Erkrankungen, nur dass es nicht ein simpler Infekt ist, sondern dann immer gleich was Hochdramatisches wie eine Herzbeutelentzündung oder Nierenbeckenentzündung und. Ja. So, und so spielen diese subjektiven Krankheitsmodelle eine große Rolle und haben eben Einfluss auf diese vielen, fast immer chronischen Erkrankungen. Und wie die beeinflussen, soll dann auch der Gegenstand der folgenden Vorlesung sein. Ja, dass wir uns über diese Lernmechanismen wie klassische und operante Konditionierung verständigen, um herauszufinden, wie dann das Immunsystem, das endokrine System, ZNS und auch das autonome Nervensystem darauf reagieren. In diesem Zusammenhang ist ein Begriff wichtig, der auch oft gerne im Physikum gefragt wird. Das ist der Begriff der Interozeption. Interozeption bedeutet die Wahrnehmung von körpereigenen inneren Zuständen. Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde jetzt ein bisschen was vorwegnehmen, wenn ich Ihnen die Frage sofort beantworte, aber vielleicht hilft es Ihnen, eine Frage zurückzugeben. Sie hatte ja den Urlaub lange geplant. Das heißt, das Immunsystem hätte ja lange Zeit. Ja, was wäre denn, wenn Sie einen kurzfristigen Urlaub antritt? So ist es. Ja, und dann eben auch nur für kurze Zeit, sodass jederzeit sofort wieder eine Behandlung möglich wäre, falls notwendig. Ja, so. Und das ist eine ganz
wichtige Krankheitsverarbeitung, weil wenn man das nicht macht und sich wieder einen Schub einstellt, dann kann man sich also vorstellen, dann gibt es bald noch mehr Konsequenzen, weil dann irgendwann die Familie auseinanderbricht, die Ehe zerbricht, weil einfach die Krankheit zu stark negativen Impact auf die Einfluss auf die Familie nimmt. Ja? Schönen Dank für die Frage. So, dann jetzt zur Introzeption. Das heißt also, das ist die Wahrnehmung von körperinneren Zuständen und Vorgängen. Um das mal deutlich zu machen, ich würde Sie mal gerne bitten, heute Abend, wenn Sie ins Bett gehen, sich ganz bewusst auf den Rücken zu legen und mal zu spüren, ob Sie Ihren Herzschlag spüren können. Das wäre Introzeption, wenn Sie das können. Ja? Interessanterweise, Menschen, die Hypertonie oder Herzrhythmusstörung entwickeln und insbesondere Menschen, die einen Infarkt entwickeln, verfügen nicht über diese Introzeptions- oder Introspektionsfähigkeit. Die spüren das Herz nicht. Warum das so ist, darüber gibt es viele Hypothesen. Ja? Eine ist eine Lernhypothese, ja, dass sie verlernt haben, auf sich zu achten. Ja? Weil oftmals Menschen, die eine Hypertonie haben, aus Familien kommen, wo auch die Eltern oder die Großeltern hyperton waren und damit so, wir sagen dazu, wenig verstärkend oder sogar gar nicht verstärkend umgegangen wird, nämlich in dem Kontext, ach ja, ist ja wieder mal ein bisschen hoch, naja, geht doch wieder runter. Ja? So, also dieses massive Bagatellisieren, ne? Um eben halt das Problem jetzt nicht angehen zu müssen. Und dabei verlernen Menschen durchaus, körperliche Vorgänge wahrzunehmen. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, wenn Sie dann als Ärztin, als Arzt den fragen, kann der Ihnen gar nicht die Frage beantworten, weil spürt er gar nicht. Ja? So, und das heißt also, wir müssen unter anderem auch gucken, ob die Fähigkeit zur Interozeption gegeben ist. Weitere Begriffe sind Propriozeption und Viszerozeption. Die Propriozeption sind die Signale über Gelenkstellung, Bewegung und Muskelaktivität. Und hier ist auch ein ganz interessantes Phänomen, was wir aus dem Fußball kennen, und zwar aus dem Leistungssport, dass zum Beispiel Fußballer, die eigentlich vor ihrer Verletzung, vor ihrer Knieverletzung recht gute Fertigkeiten hatten, tatsächlich den Ball auch im Tor zu platzieren, das nach der Verletzung, selbst wenn die ausgeheilt ist, nicht mehr können. Ja? Und zwar deswegen, weil die Propriozeptoren zerstört worden sind durch die Verletzung, die sozusagen am Knie war. Und dann bedarf es einer ziemlich ausgefeilten Methodik aus der Physiotherapie, dass die Sportler wieder lernen, diese Empfindungen, diese Propriozeptoren-Empfindungen wieder neu aufzubauen. Das nennt sich ein sensomotorisches Training. Das heißt, das ist sozusagen die Verbindung von peripherer Nervenaktivität und primär motorischem Kortex. Ja, so, und die muss wiederhergestellt werden und das kann wiederhergestellt werden durch ein bestimmtes Bewegungstraining. Ja, ist hochinteressant, wie sich sozusagen dann wieder neuronale Zellverbände neu bilden können und diese Propriozeptorenaktivität wieder erhöht werden kann. Ja. Viszerozeption, Signale aus den inneren Organen. Ne? Das doppelt sich jetzt mit dem Beispiel aus der Interozeption, ob man eben tatsächlich in der Lage ist, die Signale aus dem kardiovaskulären System zu wahrzunehmen. So, und wir haben also einen Prozess, den wir in der Interozeption beobachten. Das erste ist erstmal die Signalbildung. Also zum Beispiel der Mensch, der eine gute Interozeptionsfähigkeit hat, wird dann eben spüren, wenn er vielleicht hier die Treppe hochläuft, ja, ich müsste mal wieder ins Fitness, nicht wahr? Also da pumpt irgendwie was ganz schön. Dann wird mir das bewusst, ach hajemine, was ist denn jetzt los? Ich bin ja ganz außer Atem. Und man versucht ziemlich aktiv wieder sozusagen zur Ruhe zu kommen. Kriegt dann mit, oh, geht nicht so ohne weiteres. Das heißt also, man kommt an seine Verarbeitungskapazität aufgrund der Signale, die sich da bilden. Und der Körper berichtet dir sozusagen, hallo, hier ist was fällig, hier musst du jetzt was tun. Ja? Und in dem Moment fängt man an, sich zu schützen, ja? Im positiven Fall.
Ja, so. Und schützt sich dann damit, nicht diese kardiovaskuläre Erkrankung zu entwickeln. Ich glaube, ich brauche nicht weiter ausführen, was es bedeutet, wenn jemand diese Introzeptionsfähigkeit nicht mehr hat. Ja, dann wird jeder andere wird demjenigen ansehen, oh, der ist aber jetzt in einer schlechten körperlichen Verfassung, dem geht es gar nicht gut, wird ihn vielleicht fragen, willst du dich mal lieber hinsetzen? Und er wird sagen, nee, warum denn? Warum? Ja, so. Also das heißt, sie können an der Introzeptionsfähigkeit schon erkennen, was Ursachen sein können, damit sich kardiovaskuläre Erkrankungen bei dem und dem Patienten entwickeln können. So, und nun kommt natürlich, nachdem sozusagen dieses sogenannte Reporting, dieses Berichtsverhalten passiert ist, kommt es dann zu dem eigentlichen Lernen. Ja? Und das bitte ich Sie, sich wirklich intensiv zu merken. Wir gehen immer noch davon aus, dass das Lernen auf bewusster Ebene erfolgt. Aber viel häufiger erfolgt das Lernen durch Konditionierungsprozesse und insbesondere das körperliche Lernen. Ja? Wir haben ein Muskelgedächtnis, wir haben ein motorisches Gedächtnis. Leute, die Musik machen oder Sport machen, wissen das. Ja? Wir haben bestimmte Sensibilisierungsreaktionen, mit denen je nachdem, wie man veranlagt ist, jeder Mensch in Stresssituationen reagiert. Alles Hinweise, wo der Körper lernt, ohne dass wir das unbedingt wollen. Ja, so, und die nachfolgenden Modelle, das respondente, operante und kognitive Modelle, erklären, wie dieses Lernen funktioniert. Kommen wir zur Verhaltensanalyse als ersten Schritt. Das ist jetzt das Sorgschema, das also auch gerne, wie gesagt, im Physikum gefragt wird. S steht für Stimulus. Wird gefolgt, dem Stimulus folgt die Reaktion. Wird, und diese Reaktion erfolgt aufgrund einer bestimmten Reaktion des Organismus oder Voraussetzung des Organismus und dieser Reaktion folgt eine Konsequenz, die wiederum verstärkt oder nicht verstärkt wird durch Kontingenzen. Kontingenzen sind Faktoren, die dazu führen, dass die Reaktion aufrechterhalten bleibt oder nicht aufrechterhalten bleibt. So, und das bedeutet also, wir können eine interne oder externe Situation haben, ja, also beispielsweise, nehmen wir mal das Beispiel, jemand hat einen sitzenden Arbeitsplatz, ist vom Organismus her leicht übergewichtig, hat von der Lerngeschichte wenig Freude an Bewegung, sitzt gerne, trinkt auch ganz gerne mal ein. So. Und über kurz oder lang wird er physiologisch mit massiven Verspannungen reagieren. Dann wird er kognitiv vielleicht sagen, so ein Mist, jetzt geht es mir gar nicht gut, ich brauche unbedingt irgendwie eine Schmerztablette. Dann wird ihn das traurig machen oder ängstlich machen, dass er vielleicht seine Aufgaben nicht mehr schafft und er denkt, ich muss ins Bett. Ja? So, ich muss mich hinlegen. Die kurzfristige Kontingenz ist, wenn er sich hinlegt, jetzt geht es mir besser, langfristig aber, so kann es ja nicht weitergehen, Hilflosigkeit entsteht als Konsequenz, Aktivitätsverlust entsteht und über kurz oder lang bildet sich eine Krankheit raus. Ist es verständlich? Das ist die Verhaltensanalyse. Ich habe das jetzt auf eine Schmerzkrankheit gebracht. Ich hätte das auch auf einen Diabetes bringen können. Ich hätte das auch auf eine kardiologische Erkrankung bringen können. Ja? Oder wenn wir schon so weit wären in der Psychoneuroimmunologie, vielleicht auch irgendwas Immunologisches. Ja? So, das heißt, das sind diese typischen Vorgehensweisen, wie sozusagen der Mensch, der Organismus des Menschen in Verbindung mit seiner Prädisposition und der Umwelt lernt, eine Krankheit zu entwickeln. Ja? Und das hat nichts damit zu tun, dass das eine psychische Erkrankung ist, sondern das ist schlicht und ergreifend Lernen. Ja? So. Oder hier ein anderes Beispiel, mehr aus dem psychiatrischen Bereich oder psychotherapeutischen Bereich.
dort ist eine Patientin, die unter einer Angststörung leidet, meinetwegen Agoraphobie, also Angst vor geschlossenen Räumen, und die fährt im vollen Bus. Sie hat in ihrer Organismusvariable des Weiteren auch die Angst vor körperlichen Erkrankungen und ist in ihrer Kindheit eher überbehütet aufgewachsen. Das heißt, hat nicht gelernt, sich einer Angst zu stellen und über diese Angst und diese Angst zu überwinden. Die Reaktion ist, dass sie während der Fahrt im vollen Bus mit Herzrasen und Schwitzen reagiert. Auf der kognitiven Ebene, ich falle in Ohnmacht. Auf der emotionalen Ebene, eine Panik entwickelt. Und auf der motorischen Ebene, ich steige aus. Die Kontingenz wäre dann, wenn das häufiger auftritt, dass sie überhaupt nicht mehr mit dem Bus fährt, wenn das kurzfristig betrachtet wird, dass sie jetzt, wenn sie aussteigt, sich zwar entlastet fühlt, aber langfristig nicht die Fähigkeit entwickelt, diese Angst zu bewältigen. Das heißt also, dass die Angst nachlässt, ist unwahrscheinlich, und das bedeutet, sie fährt nicht mehr im vollen Bus, und die Konsequenz ist, dass ihr Bewegungsradius sinken wird. Ja, und so kann sich die Angst chronifizieren. Man kann natürlich dieses Sorgschema oder diese Kanfer-Verhaltensformel ja, auch im therapeutischen Bereich anwenden. Ja, was wäre zum Beispiel, wenn diese Patientin über den überbehütenden Erziehungsstil hinaus lernt, sich der Angst zu konfrontieren? Ja, und dann über diese Konfrontationsmethode lernt, es passiert mir nichts, ich falle nicht in Ohnmacht, ja, die Panik vergeht auch wieder und ich schaffe es tatsächlich 20 Minuten in den Bus zu kommen und ich erreiche sogar mein Ziel da, wo ich hin will. Dann könnte sie ihre Angst überwinden. Ja. Wenn wir uns später mit Angststörungen noch beschäftigen werden, werde ich Ihnen ein Video mitbringen, das ich selber gedreht habe, also Vorsicht, das ist nicht die Superqualität, ja, von meiner Patientin, die ihre Höhenangst überwunden hat. Das ist zum Teil auch ganz lustig und zeigt in beeindruckender Weise, wie schnell ein Mensch seine Angst verlieren kann. Ja, das werden wir uns dann später angucken. So, welche psychobiologischen Modelle erklären uns jetzt, wie sozusagen der Stress zu einem krankmachenden Faktor werden kann? Ganz früh in den 50er Jahren hat Cellier das sogenannte allgemeine Adaptationssyndrom definiert. Das heißt, er hat definiert, dass Stress generell körperliche Vorgänge hervorruft. Später hat man dann gesehen, dass es nicht generelle Vorgänge sind, sondern ganz individuelle bzw. stimulusspezifische Vorgänge. Das heißt also, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, mindestens einem Organsystem bevorzugt in Stresssituationen zu reagieren. Und wenn er das oft genug macht, besteht die Gefahr, dass dieses Organsystem erkrankt. Ja? Auch wieder sozusagen auf Lernprozesse zurückzuführen. Ein anderes Modell ist das Homöostase-Allostase-Modell, das heißt, wo der Mensch aus dem Gleichgewicht gebracht in die Übererregung kommt und nicht wieder in das Gleichgewicht zurückfindet. Ein weiteres Modell ist das psychoneuroimmunologische Modell. Da steht vor allen Dingen der Name ADA, der also mit Patienten rheumatoider Arthritis und SLE besonders viel gearbeitet hat und gesehen hat, wie man durch Konditionierungsprozesse das Immunsystem beeinflussen kann. Ja, auch damit werden wir uns beschäftigen. Ein weiteres Modell ist das Gate-Control-Modell. Was bedeutet, dass man davon ausgeht, dass es bestimmte Momente in der Schmerzweiterleitung gibt, die eigentlich dazu geeignet sind, den Schmerz zu hemmen, aber durch bestimmte Umstände, wie zum Beispiel eine hohe emotionale Erregung, unterbunden werden. Ja? Was wiederum bedeutet, dass man, wenn man diese emotionale Erregung verringern kann, man dann auch in der Lage ist, den Schmerz besser hemmen zu können. Und es sind natürlich auch diese Modelle der klassischen und operanten Konditionierung und das Modell Lernen, das soziale Lernen von Bandura. All diese Modelle werden uns in den nächsten Vorlesungen beschäftigen.
Jetzt würde ich erstmal ausschließlich auf das verhaltensmedizinische Schmerzmodell als ein Beispiel kommen wollen. Und zwar ist hier Folgendes: Wir haben also auslösende Bedingungen, so wie wir vorhin schon sagten, vielleicht zu wenig Bewegung und dadurch eine Verspannung. Und das kann zum chronischen Schmerz führen, und zwar über den Weg, dass spezielle aufrechterhaltende Bedingungen, wie zum Beispiel Schonhaltung oder auch Entschädigung oder zu viel an sozialer Unterstützung im Sinne von schmerzverstärkender Zuwendung gegeben werden, die die Aufmerksamkeit auf den Schmerz erhöhen und ihn dann chronisch werden lassen. Prädisponierende Bedingungen könnten sein, dass es sich um die Abnutzung von Gelenken, also im Sinne einer Arthrose handelt, oder auch, dass eine hohe Schmerzempfindlichkeit verbunden mit einer hohen Ängstlichkeit existiert. Das bedeutet also, dass hier ein Lernen erfolgt ist durch Assoziation, ja, von auslösenden Bedingungen, prädisponierenden Bedingungen und aufrechterhaltenden Bedingungen und von Verstärkung. Verstärkung vor allen Dingen durch die aufrechterhaltenden Bedingungen. Ja. Das heißt also, wenn prädisponierende Bedingungen und auslösende Bedingungen assoziiert sind und verstärkt werden durch aufrechterhaltende Bedingungen, kann es zu einer chronischen Erkrankung kommen. Ja. Dass diese Modelle sind dafür da, dann natürlich auch therapeutisch relevant zu sein, indem man guckt, was kann man jetzt tun? Kann man zum Beispiel an diesem Verstärkungsmechanismus etwas tun, um eben sozusagen die Chronifizierung zu unterbinden. Ja? Und wenn Sie sich erinnern an dieses Beispiel mit der Patientin, die das Warenhaus geleitet hat und dann 18 Stunden im Bett lag, dann weiß man, dass wenn diese Frau es schafft, wieder körperlich aktiv zu werden und das Problem, das sie damals in der Arbeit hatte, dass sie da so Intrigen ausgesetzt war und wirkliche Gemeinheiten erlebt hat, angemessen zu verarbeiten, könnte diese Frau wieder einen guten Weg finden, ihr ursprüngliches Selbstkonzept wiederzufinden, ihren Selbstwert wiederzufinden und möglicherweise sogar auch den Schmerz stark zu reduzieren. Ja. So, was sind jetzt psychodynamische Modelle? Das psychodynamische Modell, was oft im ISP, ISP ist die International Association for the Study of Pain. Ich war jetzt noch bei dem vorherigen Beispiel. Also im IMPP. Ja? Was oft im IMPP gefragt wird, ist das Drei-Instanzen-Modell, das Strukturmodell, wo unterschieden wird zwischen dem Ich, das wäre so in unserer Kategorie das Selbstbild, das S, das wäre sozusagen das Fremdbild, und das Über-Ich wären irgendwelche Normen und Regeln. Ja, so, und die Kollegen aus der psychoanalytischen Richtung gehen eben davon aus, dass eine Krankheit entsteht, wenn eine Disbalance zwischen diesen drei Strukturen entsteht. Ja. Ich möchte generell so ein paar Kommentare machen. Wir haben ja, wie Sie vielleicht wissen, in Deutschland hinsichtlich der psychotherapeutischen Behandlung auf der einen Seite die Verhaltenstherapie und auf der anderen Seite die Tiefenpsychologie, die Psychoanalyse. Und die Psychoanalyse hat einen ungeheuren Wert zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehabt, in dem Maße, als das erstmalig durch Freud geklärt worden war, dass Gedanken und Emotionen einen wichtigen Einfluss auf körperliche Vorgänge haben können. So, und dabei hat man sich bedient dieser Modelle, diesem Drei-Instanzen-Modell und auch dem topografischen Modell, wonach er unterschied zwischen dem Bewusstsein, dem Vorbewusstsein und dem Unbewusstsein. Und er hat das dann hat daraus ein Modell entwickelt, wonach die Krankheit entsteht, wenn im Unbewussten Konflikte existieren, die dem Menschen nicht bewusst sind. Ja, so. Das war für lange Zeit ziemlich revolutionär, und man hat auch erstmalig akzeptiert, den Mensch in seiner Emotionalität wahrzunehmen und. Ja. Es gibt allerdings, was die Evaluation der Therapieeffekte von tiefenpsychologischen oder psychoanalytischen Therapien anbetrifft, de facto keine Nachweise, keine wissenschaftliche Nachweise.
Ja? Das heißt also, das Vorgehen, das Unbewusste ins Bewusste zu transportieren und dann zu hoffen, dass der Mensch damit gesund wird, hat im Moment keinen wissenschaftlichen Nachweis. In den 20er Jahren entstanden die biologischen Grundlagen für die Verhaltenstherapie mit Pavlov, der damals erstmalig, wie Sie bestimmt noch in der Schule gelernt haben, das klassische Konditionierungsexperiment mit dem Hund und dem Speichel und der Glocke durchgeführt hat und eben gesehen hat, dass das, was wir hier im Sorgmodell sehen, dass eine Verbindung zwischen Stimulus und Reaktion zu einer klassischen Konditionierung führen kann. Ja. Und im Unterschied zur Analyse geht die Verhaltenstherapie nicht vom Unbewussten aus, sondern geht eher davon aus, dass bestimmte Verhaltensweisen, Kognitionen gelernt worden sind unter ungünstigen Bedingungen, die jetzt einen schädigenden Einfluss ausüben, ja, im Sinne zum Beispiel von Katastrophisierung, ja, als so sehr stresserzeugende Kognition und die zugleich eher negative Emotionen wie zum Beispiel Angst und Traurigkeit hervorrufen können und dann bestimmte endokrine Reaktionen hervorrufen, die dann wiederum Einfluss aufs ZNS und aufs Immunsystem haben. Und die Verhaltenstherapeuten gehen eben davon aus, dass man die Krankheit im Hier und Jetzt sieht und nicht in ihrer Entstehung in der Kindheit, sofern es sich nicht um Persönlichkeitsstörungen handelt und dass man deswegen eben eher gucken muss, wie man sozusagen das Symptom, was hier geschildert wird, behandeln kann. Ja. So, das heißt, diese zwei verschiedenen Richtungen gibt es und die haben diese zwei verschiedenen Modelle. Ich erzähle Ihnen das deswegen so ausführlich, weil zum einen nicht selten die Frage im Physikum kommt und das sind dann meistens sehr schwere Fragen und werden von sehr wenig Leuten beantwortet, richtig beantwortet, ja, weil die ja auch sehr speziell sind dann die Fragen. Zum anderen ist das aber auch für ihre spätere Tätigkeit als Ärztin oder als Arzt wichtig, wenn sie entscheiden, wo sie ihre Patienten hinschicken. Ja, und zum Beispiel dieses Video, von dem ich vorhin sprach, mit der Konfrontationstherapie bei Höhenangst, hat diese Patientin 2 Tage gebraucht und war symptomfrei. Ja? Vorher war sie 3 Jahre in psychoanalytischer Therapie und kam mit den Symptomen. Ja? Sie wird sicherlich einiges gelernt haben in der psychoanalytischen Therapie, aber das hat ihr nicht geholfen, die Höhenangst loszuwerden. Ja, so. Also das heißt, man muss immer dann ganz genau wissen, was ist jetzt sozusagen günstig, ja, und was ist wofür notwendig. Ja, so. Und aus diesem Grund ist es günstig, überhaupt über beides Bescheid zu wissen, über beide Linien. Und deswegen wird das auch im IMPP gefragt. Aber der eigentliche Wert der Analyse bestand vor allen Dingen, also der revolutionäre Wert in der Vergangenheit, ja, mit Freud und Jung. Und jetzt kommt mehr und mehr eher die Verhaltenstherapie ins Bild, da sie aufgrund von biologischen Mechanismen doch anders sozusagen an die Behandlung psychischer Prozesse herangeht. So, die 4 Modelle der Psychoanalyse sind das sogenannte triebpsychologische Modell, das ich-psychologische Modell, das haben wir eben mit dem Ich, Es und Über-Ich gesehen, das selbst-psychologische Modell und das objekt-psychologische Modell. Wen das interessiert, der kann gerne unter diesen Begriffen dann auch nochmal nachlesen. Ja, das ist innerhalb einer Vorlesung nicht machbar, diese umfangreichen Modelle da näher zu erläutern, sind auch nicht Gegenstand des IMPP, aber sind interessant zu lesen. Und hier habe ich Ihnen einige Abwehrmechanismen mitgebracht, die in der psychoanalytischen Therapie oftmals Beachtung finden. Hier haben wir zum Beispiel die Abwehrmechanismen der Verdrängung, Verschiebung, Verleugnung, Projektion, Spaltung, Identifikation, auch der Reaktionsbildung, Rationalisierung, Isolierung, Ungeschehenmachen und Sublimierung. Und wir können uns ja mal einige anschauen. Zum Beispiel Verdrängung wäre die Ausschaltung bestimmter verpönter Motive
Konflikte aus dem bewussten Leben. Ja? Das heißt also, wenn bestimmte Konflikte existieren und man will die nicht wahrnehmen, dann würde man von einer Verdrängung sprechen. Oder Verschiebung bedeutet, wenn eine Emotion verlagert wird, zum Beispiel die Emotion der Angst und der Wut, von einem bedrohlichen auf ein ungefährliches Objekt, wie zum Beispiel der Prügelknabe. Ja? Also das heißt, wenn jetzt eine Patient sagte, na, ich habe eben immer Pech und ich bin immer die Opferhaltung, ja, dann macht er sich sozusagen zum Prügelknaben, aber dahinter steht eigentlich die Emotion der Angst und der Wut. Ja, so ist die analytische Theoriebildung. Ob das dann immer auch so für den Patienten zutrifft, ist eine andere Frage, aber so ist auf jeden Fall erstmal die Theoriebildung. Oder nehmen wir eine andere Sache, die Reaktionsbildung, wenn zum Beispiel ein entgegengesetzter Impuls aktiviert wird. Das heißt also, wenn man eigentlich Hass empfindet gegen eine andere Person oder massiven Ärger empfindet gegen eine andere Person und dann aber mit übertriebener Freundlichkeit reagiert als Überkompensation. Ja? Das kennt bestimmt jeder mal, das kann auch eine ganz klare politische Absicht sein. Also ich glaube, so ein Politiker muss das öfters mal tun. Ja? So, aber vielleicht macht man das auch selber mal aus dem Unterbewussten heraus und wenn dem so ist, dann würde man von einer Reaktionsbildung sprechen. Ja. Oder nehmen wir die Sublimierung als letztes hier, das ist die Ablenkung sexueller Triebenergie auf ein nicht sexuelles, kulturelles oder sozial wertvolles Ziel. Da wird nochmal deutlich, warum sozusagen die analytischen Theorien so sehr in die Diskussion und in die Kritik geraten sind, weil natürlich Konzentration und die Motivation, sich mit sozialen Zielen zu identifizieren oder seinen Einsatz auch auf politischer Ebene, was jetzt so den freiwilligen Einsatz anbetrifft, zu zeigen und sich für bestimmte politische Ziele vielleicht zu engagieren, nicht unbedingt immer ein Ausdruck sein kann von unerfüllter sexueller Triebenergie. Ja? So, also das heißt, da sind eben wirklich ganz historische Dinge im Hintergrund, die das damals haben entstehen lassen. Ja? Vielleicht können Sie sich in diese Zeit aufgrund von Filmen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurückversetzen, wo also der Begriff der Sexualität nicht mal diskutiert wurde, ja? Wo das also wirklich schon eine Neuerung war, dass überhaupt über Sexualität gesprochen wurde. Und insofern hatte das damals einen klaren historischen Fortschrittswert, aber heute ist das ja doch ein bisschen anders und insofern also wird dadurch das eher ein bisschen kritisch gesehen. Okay, also Sie haben diese Abwehrmechanismen drin. Ich kann Ihnen empfehlen, für das EMBP gucken Sie es an. Ja? Das wird öfters mal gefragt, aber bitte bedenken Sie, dass das, wie gesagt, auch wissenschaftshistorisch zu betrachten ist und dass sozusagen jetzt derzeit, was so die Evaluation von Therapieergebnissen anbetrifft, da die Verhaltenstherapie offenbar höhere oder überhaupt Effekte zeigt. So, zurück zu unseren Fragen. Welche der Variablen aus der Kanfer-Verhaltensformel bezieht sich auf den Verstärkerplan? Kontinuierlich intermittierend. Ist das A, die Stimulusvariable, B, die Organismusvariable, C, die Reaktion, D, die Kontingenz oder E, die Konsequenz? Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Wer ist für D? Sehr schön, sehr gut. Und E brauche ich gar nicht mehr fragen. Jawohl, sehr richtig beantwortet. Und die nächste Frage, für die Klassifikation von psychischen Erkrankungen sind zwei Systeme in Gebrauch, das ICD und das DSM-5. Durch welche Merkmale ist das DSM gekennzeichnet? Es beschränkt sich auf Krankheiten, die mit stationärer Behandlung verbunden sind. Es beschreibt das genaue therapeutische Vorgehen bei psychischen Erkrankungen. Es handelt sich um eine alphabetische Auflistung aller psychischen Erkrankungen. Es ist ein Diagnosesystem mit 5 Achsen. Und es nennt Indikationen für Therapie. Also, wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Wer ist für D? Sehr gut. Und E sparen wir. Also, D ist die richtige Antwort. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier etwas, das habe ich heute nicht
sozusagen gesagt, aber das erarbeiten wir uns gleich. Welcher der Prozesse ist kennzeichnend für Stigmatisierung? Was ist also Stigmatisierung? Ist es die Benennung einer Erkrankung mit einer speziellen Diagnose? Oder ist es die Fixierung auf ein traumatisiertes Erlebnis? Oder ist es der Tadel nach Normverletzung? Oder ist es eine Zufügung einer körperlichen oder seelischen Verletzung? Oder ist es die Zuschreibung eines diskreditierenden Merkmales? Man hat oft in der Vergangenheit, aber leider Gottes auch heute noch bei einigen der Kollegen, die Situation, dass wenn Menschen psychisch krank werden, sie abgewertet werden. Ja? Das heißt also, ach naja, der spinnt doch, das ist doch keine wirkliche Krankheit, ja? Ach, wer weiß, der hat doch einen Knall. Ja? Oder wie kürzlich ein Kollege sagt, der hat ja eine Ecke ab. Ja? So. Okay. Diese Sachen sind, solange sie einen nicht selber betreffen, sehr lustig. Aber wenn man selber mal in der Situation war, eine depressive Episode zu haben oder mal richtige Angst vor einer Prüfung oder, dann weiß man, dass das also doch ein sehr ernstzunehmender Zustand ist. Ja? Und die Stigmatisierung hilft uns in dem Falle überhaupt nicht weiter, wenn man sozusagen die Erkrankung einfach nur verurteilt oder lächerlich macht, sondern indem man eher so davon ausgeht, dass man sagt, so wie wir es ja jetzt auch in den drei Vorlesungen gemacht haben, wir haben immer drei Zugänge zu einer Krankheit. Das ist der körperliche Zugang, das ist der soziale Zugang und das ist der psychologische Zugang. Und wir gucken, welche Informationen uns jeder Zugang bietet und dann machen wir einen Therapieplan. Ja? So, also was würden Sie jetzt nach diesen Worten denken, was die Stigmatisierung ist? Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Wer ist für D? Und wer ist für E? Ja, genau. Sehr gut. Ja, also das ist also eine Frage, die ziemlich oft immer wieder kommt. Und die letzte Frage, den Abwehrmechanismus, der darin besteht, dass auf inakzeptable Impulse hin entgegengesetzte Verhaltensweisen ausgebildet werden, bezeichnet man als Konversion, Projektion, Rationalisierung, Reaktionsbildung und Verschiebung. Wer ist für A, für B, für C, für D? Jawohl, und eh sparen wir uns. Genau, das ist die Reaktionsbildung. Gut, damit sind wir am Ende. Fürs Selbststudium habe ich Ihnen wieder einiges aufgeschrieben in Ihr Skript und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.